Willkommen bei Natureholic und heute sind wir bei Aquarium Dietzenbach, ein Großhändler, einer der sympathischsten und besten in Deutschland. Er hat ein Riesensortiment, Garnelen, Fische, Schnecken und wir sind heute da, weil wir euch die Top 3 Algenfresser der Aquaristik vorstellen wollen. Es ist eine Schnecke dabei, es ist ein Fisch dabei und es ist eine Garnele dabei. Lasst uns mal reingehen und das Ganze mal anschauen. So, ich habe sie gefunden. Meine Top 1 ist die Amano-Garnele. Warum? Weil sie ein wunderbarer Algenfresser ist, sie zerstört keine Pflanzen, sie ist sehr filigran. Ich würde in ein ganz normales 60, 70 Liter Aquarium würde ich immer 5 bis 6 Amano-Garnelen drin haben. Wenn natürlich keine Algen mehr da sind, dann müssen die Amano-Garnelen immer auch extra gefüttert werden. Und ich sage, eine Sache, die wichtig ist, Amano-Garnelen zum Beispiel mögen auch proteinreiches Futter. Das heißt, immer auch ein bisschen zufüttern und am besten jeden Tag die Garnelen füttern. Garnelen in ihrem Habitat fressen eigentlich die ganze Zeit. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ihr die Garnelen jeden Tag füttert. Aber 6 bis 7 Amano-Garnelen in einem 50, 60 Liter Aquarium bewirken Wunder. Hier sind diese Wunderwerke der Natur. Schaut sie euch mal näher an. Hier haben wir die Nummer 2 gefunden. Ein Protozyklus ist ein Fisch aus Südamerika, der auch für ein Nano-Aquarium passend ist. Das ist einer der kleinen Algenfresser. Der kann sogar auf die Blätter gehen und die schön fein ablassen und natürlich Wurzeln und Steine. Also das ist hier meine Nummer 2 mit 6 bis 7 cm. Ich würde sagen, das ist so ungefähr die Größe. Sind sie nicht ganz klein, aber trotzdem passend für ein Nano-Aquarium. Man sollte sie in kleinen Gruppen halten, also 3 bis 4 Tiere sind immer angenehm. Schaut euch mal näher an. Und hier sind wir jetzt bei unserer Nummer 3 der algenfressenden Tiere im Aquarium. Es ist eine Schnecke. Natürlich etwas, wenn man das erstmal hört, ist man gleich mal etwas irritiert. Aber die Anthracit-Nacktschnecke, die hat mehrere Namen im Handel. Sie heißt aber lateinisch und richtigerweise Nectina fuligera. Sie kommt aus Südostasien und ist wirklich ein super Algenfresser, vor allem an den Glasscheiben. Ihr habt ja gemerkt, im Aquarium werden die Scheiben manchmal dünn und da ist diese Schnecke top, eigentlich die beste. Sogar besser als die zwei anderen, aber mit Pflanzen hat sie so ihre Probleme, also feinfiedrige Pflanzen, da kommt sie nicht so gut ran oder auch drauf, weil sie so schwer ist und deswegen ist sie nur die Top 3. Aber sie macht das Aquarium, die Scheiben, die Glitzerblatt. Nectina fuligera.